Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Wer wüsste das besser als die Mitglieder des Kunstkreises Salzkotten? Am 5. April sollte die Ausstellung eröffnet werden, im Rahmen des Selzerfestes. Das allerdings musste wegen Corona abgesagt werden. Doch wenn der Besucher nicht zur Kunst kommen kann, dann kommt die Kunst halt zum Besucher. Auch auf diese Weise. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.